Christian. Und guten Morgen. Was machst du heute? Ich gehe noch gleich hin, aber ich habe heute ein Atelier musikal, Percu Parkinson, zusammen mit meinem guten Kollegen Boris Dinev. Kannst du uns erklären, was das Atelier sind? In Zusammen kommen an der Fried durch die Musik. Kannst du die Fondation an drei Wörter erklären? Herz, Musik, Zusammen. Was sind deine Erfahrungen mit der Fondation EME? Das sind ganz, ganz intensiv musikalisch-menschliche Erfahrungen. Für was schaffst du mit der Fondation EME zusammen? Die Philosophie teilen ich voller Ganz. Ich fand es als immens wichtig. Und das mir ja als Musiker darf ich für sie machen. Was war dein erstes Projekt mit der Fondation EME? Erstes Projekt, oh la la. Das lag hier. Das war höchstwahrscheinlich Gesangsatelier an der Psychiatrie zu Ettelbrück. Dein Heulat aus der letzten 10 Jahren, EME? Das war ohne Zweifel den Auftritt auf der großen Bühne von der Philharmonie, zusammen mit der Choral aus der Psychiatrie, und als genannt Canta Cuore and Friends, zu 5 Jahren bestohlen von der Fondation. Dein emotionalster Moment? Der war ganz viel, aber der positivste emotionale Moment, das war ohne Zweifel die Fried von den Partizipanten bei dem Konzert. Die Fried dafür, während dem an Dürno, die war unbeschreiblich. Und wird nach Mäntelang Dürno gedauert, sie nach Mäntelang verzielt. Schön. Was gehst du eh mehr in den nächsten 10 Jahren mit auf den Weg? Sich selber treu bleiben. Der letzte Message? Die ganz, ganz langen Atem. Merci. Merci auch.